Ich habe mir so Raster gemacht und dann Vormittag, Mittag, Nachmittag und Vormittag habe ich schon reingeschrieben. Ich habe das so gemacht, so. Noch habe ich es nicht gemerkt, dass etwas umgesprungen ist, aber ich glaube, das muss man über einen längeren Zeitraum aktiv machen, dass das wirklich funktioniert. Ich werde das Glückstagebuch jetzt noch 2 Wochen ausprobieren und schaue mir das dann an, ob es funktioniert. Am Montag, am Mittwoch meine ich, da war ich auch sehr froh. Aber weil ich bin leidenschaftlicher Feuerwehrler oder bei der Feuerwehr, Freiwillige in Großaal. Und da freut es mich dann immer, wenn ich zur Feuerwehr gehen darf. Und das war halt am Mittwoch und da war ich dann, da habe ich dann sehr gute Glücksgefühle gehabt, weil ich zu der Feuerwehr gedürfen habe. Wir sind jetzt zwar noch bei der Jugendfeuerwehr, aber ab 15 darf Männern in den aktiven Dienst übertreten. Das heißt, dann kriegen wir einen Bipser und so Zeug und darf man zu Einsätze fahren. Jetzt darf man nur üben und so, aber das ist eine sehr große Hilfe. Meistens nach unserer Jugendzeit ist das meistens eine große Hilfe, weil du einfach das Vorwissen für die aktiven Übergang schon hast. Da machen wir meistens Übungen, da haben wir eine extrige Uniform, dann müssen wir antreten und dann fahren wir mit den Feuerwehrautos zu bestimmten Orten oder wo uns die Anrainer üben lassen. Und dann machen wir zum Beispiel, dass wir ein Auto, ein kaputtes Auto aufschneiden oder dass wir bei uns einmal haben wir ein Brand oder ein gelegter Brand, dass wir den löschen können und dann haben wir das gelöscht. Die Feuerwehr macht mich sehr glücklich, weil einfach die Kameradschaft da ist. Es ist egal, in welchem Alter du bist immer willkommen und weil wie ich zur Feuerwehr gegangen bin, da war ich noch in der Volksschule, 4. Klasse Volksschule. Und da waren halt die 4. Klasse Hauptschüler, waren auch noch bei der Feuerwehr. Und da ist es komplett egal, in welchem Alter du bist, du wirst nie gefuchst oder so. Und meine Stärken sind eigentlich, dass ich sehr hilfsbereit bin, glaube ich. Weil oft ist es so, dass, falls sich wer verletzt, dass ich gleich suche, auch in der Schule und so. Oder kameradschaftlich, ich mag es nicht, wo man so oft Einzelarbeiten macht. Ich bin eher ein Gruppenmensch. Ab und zu war es schon so, dass gesagt kommt, dass das voll cool ist, wenn sie mit mir arbeiten dürfen. Dass ihnen das sehr gefällt und dafür habe ich mich dann oft sehr geschmeichelt gefühlt. Ich finde, dass sogar in jedem Miesepetter glücklicher Mensch ist, außer es ist halt richtig etwas Schlimmes passiert. Zum Beispiel, dass wer von der Familie gestorben ist. Aber man kommt immer wieder zu einem normalen Glücksstadium zurück. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel im Lotto gewinne, nachher freue ich mich Vollgas und weiß ich nicht für ein Glückspilz bin. Aber irgendwann geht das alles wieder euch und wieder zu einem normalen. Gleich wie wenn ich jetzt einen Autounfall gehabt habe und da querschnittsgelähmt bin, dann bin ich auch sehr traurig, aber irgendwann komme ich zu einem normalen Glücksstadion wieder zurück. Man muss immer, wenn man nicht gut drauf ist, aber festschätzen. Das hilft gut, weil das Schätzen ist halt einfach ein Urinstinkt von uns Menschen und das ist halt einfach besser und das rate ich auch allen, die was da nicht, denen was ab und zu nicht so gut geht. Schätzt es mit den anderen Leuten, das hilft dir, helfen dir beim Drogen.